Oettinger wie Goethe. Jetzt langt's aber zu seiner Verabschiebung nach Brüssel. Nee, Verabschiebung ist nicht richtig. Abdankung, auch nicht. Nehmen wir mal ein gutes deutsches Wort. Emigration oder Emeritierung. Also kurz vor seiner Emeritierung nach Brüssel fallen die Freunde von unserem Ministerpräsidenten noch einmal über ihn her. Im Internet steht ein Video, wo er rett. Sie finden es mit Suchmaschine, wollen Sie das Suchwort Oettinger eingeben. Aber aufpassen, Oettinger schreibt man mit OE wie Goethe. Am Anfang wird unser vergangener Ministerpräsident auf Hochdeutsch gezeigt, wie er sagt, Zitat, Englisch wird die Arbeitssprache. Jeder, egal ob er Facharbeiter an der Werkmaschine ist, ob er Geschäftsführer ist, ob er Zahlen oder Anleitungen lesen muss, dass jeder Englisch verstehen und sprechen können muss. Zitat Ende. Hä? Dann kommt die Red, wo er in Berlin angeblich auf Englisch gehalten hat. Aufpassen, die wollen den Oettinger bloß fertig machen. Ich habe mir das Video mindestens 10-mal neu gezogen und kann die Hand dafür ins Feuer legen. Das ist im Leben kein Englisch. Der Günther Oettinger spricht die langgesucht menschlich Urspruch. Genau die, wo einer von seinen Vorfahren, der Stauferkaiser Friedrich II. Von 1194 bis 1250 hat er gelebt, gesucht hat. Das war auch ein Schwob, aber ein italienischer. Er war genauso spruchbegabt wie der Oettinger. Es heißt, Zitat, Friedrich II. Von Zeitgenossen später Stupor Mundi, das heißt das Erstaunen der Welt genannt, war hochgebildet und sprach mehrere Sprachen. Neben seiner Muttersprache Italienisch sprach er Lateinisch und Deutsch, besaß Grundkenntnisse des Arabischen, außerdem verstand er Französisch und etwas Griechisch. Zitat Ende. Das liest sich wie im Oettinger sein Bewerbungsschreiben verbrisselt. Auf jeden Fall schwätzt der Oettinger die Urspruch, also die Spruch, wo jeder auf der Welt rettet geht, wo man nicht eine von den tausenden anderen Sprache oder Dialekte beigebracht hat. Ja, Sie haben richtig gehört, für ein frisch geborenes Bobbele ist amonnemerisch zunächst ein Fremdspruch, wo von seiner Umgebung gegen die Urspruch durchgesetzt wird. Wenn wir es nicht so machen, täte mir manchmal auch retten, wie der Oettinger in dem Film. Gell, das ist genau die Stelle, wo sie sich mehr gruseln wie bei den Feckel vom Hitchcock. Jetzt, wo wir durch die Rett die Urspruch endlich gefunden haben, dürfen wir sie nicht mehr verloren geben. Das wäre ein neues Forschungsfeld fürs IDS, das Institut für Deutsche Sprache in der Monomer Quadrate. Wie man am Oettinger seinem Vortrag sehen kann, ist die Urspruch ein quantenmechanisches Phänomen. Man kann sie gleichzeitig verstehen und nicht verstehen. Entsinnen Sie sich an Erwin Schrödinger, seine Katze?